So, moin moin, hallo. Nächste Woche, nächstes Glück. Nimmst du eigentlich YouTube-Videos auf oder was? So ein YouTube-Video pro Woche? Ja. Dafür gehen sie länger. Machst, ja, also. Dann draußen, da bist du mit der Beta noch nicht fertig bei YouTube, Alter. Das ist ja quasi so eine Art. Ja, das ist ja so zum Testen. Das ist ja kein Let's Play oder so. Du meinst die Batterien für die Autos? Scheiße, ich brauch Stahlstangen. So, wo laufe ich jetzt hin? Dahin. Oh, ich kann gleich schon wieder eine Wand upgraden. Oh hier, ich hab das Affenfeld zweimal, sehe ich gerade. Möchten Sie in meiner Videobeschreibung unten verlinkt sein mit Ihrem Twitch-Account, Herr Civis? Will ich immer. Immer. Möchtest du diesen einen Zuschauer abkriegen? Möchtest du diesen einen Zuschauer abkriegen, den ich hab? Ja. Ich will jetzt wissen, was der seine Hütte da hat, Alter. Und vor allem will ich mir nachher noch die Pisser holen, die mich weggeschossen haben. Baue Türrahmen. Also ich soll ja jetzt Türrahmen und alles bauen, ne? Eine Hütte bauen, ja. Richtig. Das so, dann nicht hinaus. Ja, genau. Also setz deine Scheißhütte neben meine. Richtig. Hatte ich vor. Rein, fertig. Ich weiß aber nicht, ob ich meinen Generator dafür ausmachen muss. Nicht die fürs Auto. Direkt bei dir? Nicht die fürs Auto? Welche ist eine Versorgungskapsel. Ach, du meinst für die Energie eine Batterie. Ach so, so kriege ich Energie. Ah, das wusste ich doch gar nicht. Batteriehersteller, die kosten echt nicht viel. Ja. Jetzt sag ich dann Energie her, weil dann kann ich schon mal wieder heilen und sowas. Alter, die machen 20 Schaden. Ja, die kann man echt herstellen. Davon habe ich ja genug. Warte mal. Wieder? Oh. 20 hier, Schaden. Die Batterien brauche ich ja noch nicht. Komm. Ausprobieren, Digga. Batterie, Strom, keine Ahnung. Ach, Energie 30. Ui. Dann brauche ich erstmal 3. Ja. Ja, da habe ich 90. Und da kann ich mehr machen. Ja. Da waren nur 30. Ja, ja. Aber reicht im Wasser? In Ordnung, mein Gott. Im Wasser! Tod, Scheiße! Im Wasser? Oh mein Gott, du bist ja getrottelt. Bist du im Wasser gestorben gerade? Nein, ich bin vorher an der Klippe aufgestellt. Was machst du denn? Aber weißt du, dass auch ein cooler Place ist, um deine Hütte zu bauen? Auf Scheiße! Wenn du dir eine Planke ins Wasser reinbaust, also so ein. Ich weiß nicht, ob du ins Wasser reinbauen kannst, aber so einen Boden ins Wasser und dann so über dem Wasser bauen, ist bestimmt auch ein bisschen nice. Jetzt komme ich bestimmt nicht an meinen Sachen mehr ran, weil ich da mitten an der Klippe zerschellt worden bin. Nein, bestimmt. Erzähl mir nichts. Du kommst bestimmt rein, jetzt mal nicht den Teufel an die Wand. Ich kann nicht so. Alter, wie? Also mit dem Survival habe ich es nicht so. Ich merke das schon, wir sind nächste Woche. Ich wollte ins Wasser springen, weil die Versorgungskiste anscheinend im Wasser ist. Und dann habe ich es nicht geschafft soweit. Ja, ist okay, wir sehen uns nächste Woche. Erst in der Dreiviertelstunde. Okay. In einer Dreiviertelstunde sehen wir es nächste Woche. Ja, in einer Dreiviertelstunde hören wir uns in nächste Woche. Hast du echt YouTube-Aufnahmen? Ja, für mein Let's Fun. Ich teste immer jeden Tag von Montag bis Freitag um 17 Uhr immer irgendwelche Games. Und damit das nicht so eintönig rüberkommt, dass jeden Tag ein Spiel kommt, spiele ich halt jedes Spiel immer so einmal die Woche. Ja, aber du hast ja schon 3 Videos für 3 Wochen. Also, bis das Spiel draußen ist, weiß ich nicht. So lange dauert es wahrscheinlich gar nicht mehr, wenn die schon in der Open Beta sind oder so. Beziehungsweise, okay, dann nur eine Einladung, aber. Box, so eine Gruppe, so mit dir, der nichts macht. Man könnte sich ein großes Gruppenhaus bauen, man könnte mein Haus erweitern, so, weißt du, schon in einer Gruppe. Nein. Die Autobatterie wäre so geil, ey, da müsste ich nicht mal hier hin und her rennen, dann könnte ich dieses scheiß Auto nehmen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie schnell das Auto ist und wie gut das Auto ist. Wie komme ich denn jetzt an meine Leiche ran, sag mal? Ich weiß ja nicht, wo die liegt.
Ja, da oben. Bei der Versorgungskiste oben bei 15, 13 ungefähr. Bei 15, 13. Am, ja, beim See. Ja, genau da, wo du. Ja, genau da liegt meine Leiche. Du siehst das auch mit diesem roten X. Du siehst meine Leiche auf deiner Karte. Das rote X ist dein. Achso, okay. Und da bin ich zerschellt worden. Ja, aber da kommt so übel easy ran. Ja, aber ich bin ja an der Klippe. Zerschellt. Oh, ich hätte die Batterie nicht bauen sollen. Ich habe wieder eins gedrückt. Mein Gott, ich muss mir das abgewöhnen, eins zu drücken. Wieso? Was ist denn mit der 1? Ich habe meine Heilung auf 1, aber die mit der Energie. Ja, ist auch gut, oder nicht? Mhm. Auch ein kleiner Ziffes muss sich ab und zu mal heilen. Oh, der liegt hier auf dem Boden. Der mit der 1. In der ersten Kiste hat er nichts drin. Oh, in der zweiten. Oh. Ich hoffe so sehr, dass ich an meine Leiche rankomme. Das sind alle meine Inventare, die ich die letzten zwei Wochen gesammelt habe. Ich habe über 1000 Steine gesammelt. Bist du drinne? Ja, ich bin drin. Remi liegt hier aber nur. Nee, mit Remi habe ich mich nicht angelegt. Der ist von jemand anders reingesprungen. Jetzt mach ich ihn auch tot, damit er woanders spawnt. Nee, das spawnt nicht woanders, weil er ein Bett hat. Da müsste ich schon sein Bett kaputt klatschen. Ja, dann hauen wir dein Bett halt auch noch kaputt, ist mir egal. Jetzt bin ich einmal drinne. Der hat ja nur 500 Leben. Oh mein Gott. Ey, der war doch aber von... Der hier ist nicht Remi. Wie hieß denn der vorhin, den ich kaputt geklatscht habe? Der hieß nicht Remi. Dann mach alle Türen kaputt, die du findest. Was ist der denn hier Schönes? Das ist die, ich mach ihn erstmal kaputt. So, mal gucken, ob ich an meine Leiche reinkomme jetzt. Der hat nichts im Inventar gehabt, der hat nur diese scheiß Leuchtdrohne. Erstmal muss ich die Schlucht hier überleben. Der hieß nicht Remi. Ja, wie hieß er denn? Oh, Remis Besitz. Okay, wenn die noch was im Inventar haben, wenn die getötete. Der hieß nicht Remi. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das Bett kaputt zu machen, ist schlimmer, wie diese scheiß Tür aufzubrechen. Er hat zwar nur 500, aber du kriegst es einfach nicht kaputt geklatscht, das Bett. Ich weiß nicht mehr, wie der andere vorhin hieß, mit dem ich mich angelegt habe. Da müsste ich nochmal den Stream von vorne gucken. Hoppelhase. Aber der hieß nicht Remi, nee. Komm, das Bett krieg ich noch. Das Schild, okay, ein Bett konnte ich noch das Schild. Aber die müssen ja dann zu zweit hier drin wohnen. Er hat jetzt ernsthaft das Bett kaputt gemacht. So, komme ich jetzt an meine Leiche ran oder nicht? Aber auch schon Arschloch. Aber weißt du, was mich mitten abpackt? Ich meine, ich habe da jetzt Steine ohne Ende. Ja, schön gut. Die hatten aber kaum Metallplatten. Also fast gar keine Metallplatten. Kann man schwimmen? Nein. Also ich bin von abgesucht. Kann ich ertrinken? Ja, du kriegst Schaden. Tatsache, wie soll ich denn an meine Leiche so schnell rankommen? Egal, ich versuche es. Meine Leiche liegt im Wasser. Jetzt hast du eh nicht mehr mit Mentor. Jetzt kannst du auch an deiner Leiche da explodieren. Ja, jetzt schnell. Ich hoffe, ich überlebe das. Renn um dein Leben! Oh fuck! Oh fuck! Oh, ich habe überlebt! Ich lebe und ich habe meine Sachen! Wir haben Wasseraufbereitung hier. Ich klopfe mal kurz an, ob jemand zu Hause ist. Nö, also scheint keiner zu Hause gewesen zu sein. Okay, wir haben alle unsere Sachen wieder. Okay, das Supply hole ich mir jetzt natürlich auch, was unten am Strand ist. Gott sei Dank. So, jetzt komme ich wieder zurück zu dir, ne? Naja, ja, mach das. Vielleicht komme ich ja nächste Woche an.
Blei. Von Blei her war das jetzt nicht so geil, aber gut. Dadurch, dass ich jetzt schon 5 Hämmer in Betrieb habe, muss ich jetzt ganz ehrlich. Oh, wo ist meine Wasserflasche? Und sagen. Fleisch. Ich werde jetzt die nächste Pilze. Tür kaputt hauen. Echt? Ja, die sind auch ganz bei mir in der Nähe. Da kann man die Tür auch kaputt treten. Ach, warte mal. Ich weiß, ich bin ein mieses Arschloch, Leute, aber. Aber meine Protokolle gehen weg, wenn man stirbt, kann das sein? Ja, Protokolle sind ja zum Beispiel dein Heilzauber. Achso, nee, die sind eigentlich, keine Ahnung, nee. Einmal sind die bei mir von auch verschwunden, deshalb habe ich mir nochmal einen nachgebaut, auf einmal hatte ich 2 im Inventar, keine Ahnung, muss mal gucken. Ich habe noch keine Kopfbedeckung bauen. Ich lebe. Oder liegen die noch bei meiner Leiche? Alter. Könnte noch in deiner Leiche liegen. Also, ich habe ja einfach nur alles neben gedrückt. Vielleicht wird da aber die Protokolle nicht genommen. Jetzt habe ich viele unten drin. Ja, das kann natürlich sein, ja. Aber ich habe kein Leben. Ja, oh. Und meine. Wasserportal wieder auffüllen. Saufen wie so ein Loch. Saufen. Ich werde jetzt nochmal sterben. Morgen ist Mittag. Ah, so. Auffüllen. Ich habe wieder aufgefüllt. Ich brauche aber Essen. Ja, der hat doch vorhin Essen gehabt. Hatte der Pilz dabei oder so? Nee, hat er nicht. So. Nein! Außer 1000 Steine. Nein! Wo hat sich der Buddy von ihm denn ausgelockt? Der Buddy von ihm, die doch da auch ausgelockt haben, oder nicht? 7 Leben. Wenn die so eine große Hütte gebaut haben, da lebt ja nicht nur einer drin, oder? Muss ich das aber wieder herstellen anscheinend. Lebt da nur einer drin? Hat kostet ja nur ein. Ganz ehrlich. Eigentlich ist es besser, du brauchst ja nur so einen Kasten mit 2 Dingern erstmal. Du brauchst in beide Dinger so. Ach, keine Ahnung. Du kannst ja echt nur so einen Zweierkasten bauen am Anfang, damit du den direkt upgradest auf Stufe Hölle oder sowas, damit da keiner reinkommt. Aber das Gute ist, wenn du tot bist, hast du wieder 100 Energie, ne? Immer das Positive sehen. Jetzt mach auf dir das Brett. Immer das Positive sehen. Nicht sicher, wenn ich alles schon einmal verballert habe. Kontrollpunkte? Müsste ja schon auf 100.000 kommen. So, erstmal heilen. Ach, ja. Heilen. Ich bin heilen. Aber auch früh um 4 erstmal bei den Leuten in die Hütten einbrechen. Ich könnte aber gerade nicht machen, weil das ist jetzt gerade aktiv, weil der, wenn ich da beim ersten Jahr bei einbrechen, dann kommt gerade zurück, Alter. Aber warum kann man nicht schwimmen? Das finde ich doof. Das weiß ich nicht. Weil ich nicht Schwimmer bin. Musst du es lernen, Alter, musst du es lernen. Ich kann Hasen paddeln. Man zieht nicht ganz 200 ab, also ich muss noch 200. Hasen paddeln. Scheiße. Ich weiß halt aber nicht, ob ich an Wänden mehr Schaden mache wie an der Tür. Dann probier das raus, schlag einmal darauf. Ob ich das jetzt verraten möchte, weiß ich nicht. Asien 3. Ja, nicht auf Europa 3, alles gut. Asien 3. Er guckt jetzt, welche Häuser ich gerade aufbreche und bricht dann bei mir ein. Er weiß nicht, wenn er reicht auf dem Server. Tod von oben? Morgen komme ich online, da hat meine Tür aufgebrochen, ey. Tod von oben? Tod von oben. Ja, da hat jemand versucht. Ein Scharfschütze versucht dich zu erledigen. Mhm. Was? Von wo? Keine Ahnung, einer von den Robotern. Von oben, ne? Ja, wenn es heißt von oben, ja.
Bis jetzt hat sich gelohnt, die erste Tür aufzubrechen. Durch die erste Tür, die ich aufgebrochen habe, kann ich die zweite Tür aufbrechen. Ich habe bis jetzt noch keine Ressourcen von mir verwendet für die zweite Tür. Also hier ist auch noch so eine Steintür. Du kannst ja auch einfach versuchen, den Code rauszukriegen. Ich weiß, wie lange du da brauchst, dann hau ich lieber mit 20 Hämmern drauf. Nee, ich bin ja, 4 mal die 0. Ah, okay. Hättest du gedacht, wo du wohnst, dann wäre ich bei dir nicht eingebrochen. Ich dachte, ich bei dir nachher einbreche. Ah, er hatte Angst, dass ich bei ihm einbreche, deshalb hat er gefragt. Nee, das sind doch Europa 3, alles gut, ich mache Europa 3 unsicher. Aber ich wusste doch nicht, dass das so einfach geht, in die Häuser einzubrechen, ganz ehrlich. Ja, so einfach war das ja nicht, hat ja gedauert. Nee, aber jetzt habe ich ja mir Schuhhämmer hergestellt, ich könnte mir auch deutlich mehr herstellen. Wenn du so 12, 13 in dem Inventar hast, müsstest du schon durch die Türen durchkommen. Ja, Abwehrtürme, ja, also Geschütztürme will ich auch als nächstes dann hinbauen, weil wenn ich sehe, wie einfach das hier geht, nee, dann baue ich mir echt Geschütztürme überall hin. Sorry, Bro. Weiß aber nicht, wie weit ich... Ich pflanze Möhrchen vor der Tür. Wenn ich mir die oben aufs Dach drauf baue, können die dann direkt... Nee, wenn ich dann hier so drunter stehe, können die mich doch da nicht treffen, oder? Wenn ich direkt unter dem stehe, weiß ich gar nicht. Oder kommen die Leute erst gar nicht bis dahin? Das noch echt nicht viel. Musst du machen. Guck mal, wie einfach das hier geht, ey. Ich versuche überall 000. Ich fühle mich gerade wie so ein Panzerknacker. Vor allem das Geile ist ja, wie vorhin, ich pack da eine Stahltür rein oder hab ein Tür-Upgrade gemacht und hab einfach vergessen, ein neues Passwort reinzumachen. Ich komm wieder, auf einmal steht einer drin bei mir. Der hat aber schnell die Bene in die Hand genommen. Oder du hast die Tür aufgelassen. Nee. Ich bin gerade wiedergekommen, auf einmal kommt er da reingestiefelt, so weil er halt nicht gesperrt war. Wäre jetzt natürlich lustig, ich breche die Tür auf und die ist nicht abgesperrt, aber ich habe gerade schon geguckt, da steht gesperrt. So, jetzt renne ich noch einmal nach Hause, was ja nicht weiß ist, und dann ist die nächste Tür offen. Vielleicht hätte man auch zur mittleren Ebene gehen sollen, wo so Ressourcen so mittelmäßig sind. Ja. Ich glaube nicht, dass das 3 Kilometer sind, weil dann würde er ja hier schon anfangen zu schießen, quasi, wenn ich da hinten wohne. Das Blöde ist, es könnte sein, dass mein Nachbar da nicht mehr aus seinem Haus rauskommt. Weil? Dein Nachbar, der noch kein Haus hat. Mein Nachbar, der noch kein Dach hat, weil mein Nachbar wohnt direkt da drüben. Ich weiß nicht, ob die Türme bis da rüber schießen. Ja, wäre lustig. Oder ja, brauchst. Wenn ich jetzt hier oben auf die Ecke einen Geschützturm stelle. Oder oben. So, dann kann mir ja trotzdem hier einer einbrechen. Im Endeffekt vorne. Weil, wenn er sich dann direkt hier runterstellt und hier unten genau hinkraut. Ja, keine Ahnung. Bin paranoid. Auch wenn so eine Versorgungskapsel auf so einer riesen. Bewachten Scheiße steht, ist auch scheiße, ne? Aber ich weiß ja auf jeden Fall, wer gut vorangeschritten schon ist, weil irgendwie, wie gesagt, die haben mich vorhin schon mit irgendwelchen Waffen angegriffen und Munition und sowas und mich angeschossen. Die waren auch schon zu dritt oder so. Und die hole ich mir auch gleich noch weg, diese Pisser. Also das lasse ich so definitiv nicht auf mir sitzen. Ist zwar ein bisschen weiter weg, aber ich meine, wie gesagt, dann baue ich mir halt noch 2 mehr zum einen Hämmern hier und dann baue ich mir halt so eine Hammerkiste, so eine ganz kleine Kiste, wo meine ganzen Hammer reinkommen. Und wenn ich dann wieder auf Diebestour gehe morgen um die Uhrzeit. Oder einfach... Mal eben den Duke da wegbauen. Stimmt, ich könnte auch einfach so einen Geschützturm ins Haus bauen, sobald einer versucht reinzukommen. Aber dafür ist mein Haus glaube ich zu klein, dazu müsste ich mein Haus... größer und noch ein bisschen nach hinten. Das heißt, ich sollte, bevor ich die Wände hinten upgrade. Ja, ich glaube, ich mache das, bevor ich die upgrade. Die Wände noch. Jetzt nicht, mein Haus ist halt extrem klein, finde ich. Aber es reicht ja auch für den Anfang, so. Ja, ich hatte sich auch übernommen mit seinem Haus, finde ich. Seitdem der kommt jetzt zum Deck und ballert nicht weg. Aber meinst du nicht, dass sie auch Projektile brauchen?
theoretisch. Ja, macht ja nichts. Brauchst du halt vorher welche. Ich kann nur da hier gucken. Fuck. Hast du die nächste Tür auf? Fuck. Ah, er hat eine Doppeltür. Ja, dann musst du die auch zertrümmern. Jetzt hast du die halbe Miete hinter dir. Ich mach den Türrahmen jetzt kaputt. Die haben zwar eine Terra-Tür drin, was ja mega geil ist. Ach, so viele Müllsäcke. Das bringt halt nichts, wenn die so einen dünnen Rahmen drumherum haben. Ja, das wissen aber die meisten nicht. Die, auch im echten Leben. Die holen sich dann die dicksten Schlösser und alles, aber die Türrahmen die Tür oder. Die kriegst du einfach auf. Ach, Mann, ihr Pisser, Alter. Zeig doch mal, was ihr da habt. Vor allem, die ist auch abgesperrt. Komm ich dann wenigstens weiter? Ja, dann danach komme ich weiter. Aber. Da muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr so viel weit. Haben die denn da stehen für einen komischen Planeten? Oh, ich hoffe nicht da oben drauf. Oh nee, nicht, dass die dann geschützt auch noch drin. Ich könnte doch einfach vom Fundament hier, ich könnte einfach hier hinten das dran bauen, könnte ich einfach da durchbuddeln. Aber nicht, dass die einen Geschützturm da haben. Reicht das, wenn ich den Türrahmen sprenge? Ja, müsste ja eigentlich funktionieren. Wenn ich den Türrahmen gesprengt habe, müsste ich ja durchkommen, oder nicht? Ja, ich muss mein Haus upgraden, sei denn, ich stelle das Geschütztor, das Geschütztor um den. Ich habe noch gar kein Haus. Genau in die Tür rein, das könnte ich machen. Ich bin schon seit Wochen hier und habe nicht mal ein Haus. Seit Wochen. Also der Einzige, was ich machen könnte, wirklich, Tür auf und hier vorne direkt so einen Geschützturm reinbauen. Ich weiß nicht, wie viel Platz der braucht, hier oder so. Mehr kann ich halt echt nicht machen, glaube ich, dann in dem Moment. Es war dunkel. Besser für mich zum Einbrechen. Ich glaube, ich brauche mir gleich noch irgendwo eine kleine Kiste, wo ich meine ganzen Einbrecherwerkzeuge dann reinpacke. So, Papa kommt gleich nach Hause. Ich habe meine Weltreise hinter mir. Hui, ich werde abgeschossen. Das Blöde ist, ich muss halt erweitern. Ich komme halt ums Erweitern, glaube ich, gerade nicht drumherum, so wirklich. Okay, mehr wie 1000 kann man nicht stacken von einem Dingster. Vorsichtig. Irgendwas habe ich das gebraucht zum Erweitern, oder? Also hier bis dahin habe ich schon diese dicken Wände so, ne? Das ist ja schon mal ganz gut. Dicken Wände bis dahin. Dann muss ich meinen Boden ja auch upgraden. Dann baue ich nach dir dann noch mal was trinken. Rennen macht durstig. Ja, muss ich ja dann wohl. Fundament. Hier ist einfach so ein Hirsch. Was ist das denn? Hier ist einfach ein Hirsch mitten im Felsen. Warum nicht? Da guckt nur der Kopf raus. Ja, dann backt der halt rum, mein Gott. Das geht nicht so. Nein, der darf nicht backen. Jetzt muss ich noch einen Boden bauen, sonst habe ich vielleicht Probleme. Na? Na, wo ist der Boden? Da ist der Boden. Treffe ich ihn nicht mehr oder was, obwohl sein Arsch noch rausguckt. So, okay, habe ich mein Haus ein bisschen erweitert, oder? Ja. F3. Papa kommt. Ich sehe deine Hütte. Guck mal, ich hab's erweitert. So, wo soll ich jetzt mein. Upgrade. Mein Haus baue ich direkt daneben, oder? Naja. Metallwand hochgezogen. So, ich soll zuerst bauen einen Terra-Kern. Ja, nee, du musst zuerst hier so ein Dings bauen. Warte, ich geh auch mal in F2 rein. Wie heißt das? Fundament musst du erst bauen unten. Damit hier steht, stelle einen Terra-Kern her.
Ja, aber du kannst den Terrakern ja sonst nirgendwo reinstellen, hinstellen. Die Stelle wird durch... Ich habe eh kein Stromkabel. Wo kriege ich das denn schon wieder her? Durch was wird denn die Stelle hier blockiert? Oh, ich werde gerade blockiert. Durch was wird denn... Okay, Baumodus? Ne? Durch was wird die Stelle denn jetzt schon wieder blockiert? Ich glaube, hier ist geclaimed. Ich kann gar nicht neben dir bauen. Hier ist eine rote Zone um dein Haus herum. Warte mal, wenn ich mein Dings ausmache. Sieht das aus, wenn ich mein Terra-Dings ausmache? Nee, boah. Das hat nichts damit zu tun, oder? Nö. Dann bau bis, falls du genug Material irgendwann hast, dann bau bis zur Grenze. Kann dir auch was bauen, oder? Kann ich da nicht bauen und du richtest das... Nee. Deine Grenze geht bis hierhin. Ja, ich sehe es gerade, wenn ich hier, ich sehe meine Grenzen. Ja, ich baue dann eh nach oben weiter, wahrscheinlich, wenn ich weiter baue. Also und nach oben hin hast du viel Luft. Ich weiß aber nicht, warum ich hier kein Fundament hinsetzen kann. Irgendwas ist da im Weg, hä? So, nee, okay, dann baue ich okay. Da auf jeden Fall nicht weiter, wenn da was im Weg ist. Ist das scheiße. Hä? Baue Fundament. Aber was ist denn hier hinten im Weg? Das Wasser? Boah, ich lecke da auch übel. Ja, eine Alpha-Wand, sag ich doch. Ja, keine Alpha. Was denn für eine doch. Alpha-Wand? Wie reiße ich denn die Alpha-Wand ein? Ja, gar nicht. Doch, hier ist eine Alpha-Wand. Oder? Was ist oder? Eine Alpha-Wand. Ich sehe hier keine Alpha-Wand. Doch, du kannst dich sogar darauf stellen. Warte. Epic, epic, warte. Epic, epic. Muss erst mal gucken. Ich bin eine Alpha-Wand und nicht mal. Kannst du die abreißen? Kann man die abreißen? Was denn für eine Alpha-Wand, Alter? Weiß ich nicht. Aber guck mal, ich kann hier nicht laufen. Guck. Ich lauf geradeaus, ich lauf auf dich zu. Ich kann nicht vorlaufen. Ich lauf gegen eine Alpha-Wand. Ja, keine Ahnung. Versuch mal zu mir zu laufen. Nee, funktioniert nicht. Das ist scheiße. Das heißt, ich muss irgendwo mein. Ich muss irgendwo anders hinbauen dann. Ja, hier ist eine Alpha-Wand, sag ich doch. Ich versuche auf diese Alpha-Wand drauf zu springen. Ganz schnell, die Effekte jetzt low. So. Ich glaube, du hattest es vorher irgendwie. Ja, besser. Na gut, ja, ich baue jetzt auch erstmal mein erstes Fundament. Ich hier erstmal, dann muss ich woanders mich erweitern, vergrößern. Wahrscheinlich doch nach oben dann oder sowas. So, mein erstes Fundament. Jetzt. Bumm. Bumm. Soll ich mich dann nach hier oben bauen irgendwie? Indem ich mit F2. Wenn ich dann so eine Treppe nach oben baue hier. Ja, für Rotation. Ja, so. So. Und nu einen Türrahmen. Muss ich das hier oben aber wegsprengen, die Wand hier oben. Weg da! Ich komme nach oben, Junge! So, dann ein Fensterrahmen. Du hast ja so viel Stein geklaut, ne? Dann kannst du mit mir doch bestimmt Stein abgeben, oder? Nein. Aber du hast doch so viel Stein geklaut. Ich dachte, wir sind ein Team, Herr Nachbar. Springen Sie bitte nicht einfach auf meinem Hausdach herum. Danke, Herr Nachbar. Ich bin nicht gesprungen, ich bin gehoppelt. Ist ein Unterschied. Bitte hören Sie auf meinem Hausdach rumzuklettern. Ja, ich kletter nicht, ich hoppel. Ich ein paar Steine, so, dann würde ich sagen, hier. Erstmal was trinken. Erstmal. Warum könnte ich aber beim Nachbarn dann was bauen? Das verstehe ich halt nicht. Keine Ahnung. Warte mal, was habe ich denn jetzt? Erstmal was essen hier, glaube ich, sonst krepiere ich gleich. So, trinken muss ich auch. Ich habe gar nicht mehr so viel Steine. Waffenloser Modus.
nicht mehr viele Steine, Bro. Aber ja, ich kann ja trotzdem welche abgeben, warte. Kriegsbeute teilen wir doch, oder? Was für Beute wird geteilt? Kriegsbeute. Kriegsbeute. Da, hingeschmissen. Hast du eingesammelt? Ah, ne, da. Du kannst auch senden. Brauchst du ja nicht wegwerfen. Machst du immer mal das Brett beim Rausgehen, Alter? Ich hab Angst, dass wenn ich hier ausgelockt bin nachher, dass die Tür offen stehen bleibt, Alter. Ja, du bist auch da noch. Ja, aber du musst dir das angewöhnen, die Tür zuzumachen hinter dir. Verbessert eine Struktur, zerstört eine Struktur. Repariert, okay. So, Baumodus. Fenster. Hast du Fenster bei dir? Nee, ich habe gar keine Fenster bei mir. Das hast du aber selten bei den Leuten, dass die Fenster haben. Ey, ich brauche Fenster, ich brauche Fenster. Ich bin was Besonderes. Maximal oben könnte ich ein paar Fenster reinbauen. Aber warum könnte ich beim Nachbarn dann was hinbauen? Ich weiß das nicht. Wand. Mein Haus ist nur 2x2 groß, ja. Ich werde jetzt hier dann definitiv auch erstmal Geschütztürme reinbauen für heute Nacht. Bis ich meine Wände abgegradet habe. Weil falls die einbrechen sollten, dass die halt wirklich Feuer bekommen von dem Ding. Das hat doch schon recht. Ich weiß noch nicht, was das kostet. So viel Zeit habe ich auch nicht mehr, weil wir haben schon früh um 4. Da kann ich echt gleich wach bleiben bis um 8. So, ja, mach mal. Sehr gerne. Kann ich dich hier hinbauen? Hier, wie süß. Du brauchst auf jeden Fall eine Tür, ne? Sonst kann man hier einfach rein und kann man dich kaputt hauen. So, bam, voll vor den Kopf. Also, wenn da ein Team, warum wirst du rot angezeigt, wenn wir ein Team sind, Mann? Wäre jetzt so einfach, dir vor den Kopf zu trashen. Oder vor, wo ich den ersten ausgeraubt habe. Ich glaube, da ist jetzt so ein Loot Drop runtergekommen. Boden? Ey, da haben die eine scheiß Terra-Tür drinne, Alter. Wer rechnet denn doch damit, dass die auf einmal eine Terra-Tür da drinne haben? Ich hab schon wieder keine Steine. Hast du Steine? Nee, ich hab keine. Sammel welche. Gib mir Steine. Ich kann dir welche geben, wenn ich hier durch bin, endlich. Außerdem brauche ich gleich selber noch ultimativ hart viele, wenn ich die Wände upgraden will. F1-Modus, eigentlich, dass ich hier die Wand wieder repariere, Alter, kein Bock drauf. So, haben wir noch Fleisch? Ne, aber die Pilze kann man ja füllen, ne? Oh. Ja, ja, genau. Okay, das geht bei mir gerade ein bisschen flöten, das geht bei mir gerade den Bach ein bisschen runter mit dem Essen. Durchs Einbrechen. Aber ich muss die Nacht nutzen, bevor die wieder wach sind. Teilen. Die Hälfte habe ich jetzt doch schon von dem Türrahmen runter. Aber wer kann denn auch riechen, dass die eine scheiß Terra-Tür noch da drin haben, Alter? So. Kennard. Ey, wenn ich morgen komme und bei mir hat der jemand eingebrochen, Alter, ich dreh durch. Ich dreh so was. Was hab ich denn jetzt gemacht? Dann haben wir weggeschmissen. Ich dreh sowas von durch, wenn morgen einer bei mir eingebrochen hat. Brichst du gerade irgendwo ein? Ja, immer noch da bei dieser Terra-Tür. So, was mache ich jetzt hier? Was brauchen wir? Stelle Lagerkiste rein. Eine Lagerkiste. Lagerkiste. Eine Lagerkiste. Bams. Dann brauchen wir eine Steintür. Dafür braucht man Stein. Stellen. Ey, ich muss so aufpassen mit den Geschütztürmen, aber wir sind ja eigentlich in einem Team. Eigentlich dürfen die Geschütztürme dir ja nichts antun dann. Ich glaube, deine Geschütztürme schießen auch bestimmt nur bis zu deiner Markierung. Ja, denke ich. Kann ich mir gut vorstellen. Oder ich baue mir Fenster ein. Ich baue einfach Geschütztürme draußen am Strand und mein Gott, Alter, sobald jemand sich nähert. Was, warum kann ich den Hammer nicht reparieren?
Hey? So, Boden. Ich kann meinen fünften Hammer nicht mehr reparieren, aber ich habe doch noch genug Zeug dabei. Was brauchst du denn dafür? Stahlrohre und keine Ahnung, der Hammer ist komplett hinüber. Vielleicht kann man sie ja nicht unendlich aufbauen. Doch. Aber wenn ich ihn wegwerfe, dann. So. Jetzt eine Stein. Das kann sein, das war der, den ich gerade vor die Haustür irgendwie geworfen habe bei den Jungs da. Kann natürlich sein, dass der jetzt irgendwie gebuggt hat, ist, whatever, und deshalb nicht funktioniert, weil er noch buggt. Lagerkiste. Ja, ich glaube, der buggt da einfach rum. Deshalb. Oder ich habe den noch irgendwie gefühlt in der Hand. Wow, die Lagerkisten sind ja süß, wa? Deshalb habe ich große Kisten, ja. Nee, da habe ich das Wasser. Der ist komplett kaputt, den kann ich nur noch. Kann ich dir noch von den Topf schmeißen? Ressourcen. Steintür. Brauche ich auch Fenster? Ja, ich brauche Fenster, sonst kann man ja da durchspringen. Was ist das denn? Natürlich. Was denkst du, warum ich keine Fenster habe? Okay, okay, dann Fenster, ja. Ach, Stromkabel kann man sich herstellen, ne? Ja, okay. Müssen wir gleich mal gucken, wie viele wir brauchen. Groß Fleisch. Mhm. Mhm. Schon 3 Tage und 12 Stunden jetzt überlebt in dem Game. Oha, ich 2 Wochen. Hättest du wohl gerne, Alter, 2 Wochen. Also ich habe mir einen 9/5 Hammer hergestellt, leck mich, Alter. Oder du hast recht, vielleicht geht das irgendwann nicht mehr. Dann wird Einbrechen echt teuer, aber ansonsten ist Einbrechen echt lukratives Geschäft. So, ich habe ja erst Essen dabei, bevor ich die Tothämmer. Außerdem habe ich vielleicht Glück und die sehen deine Bruchbude und brechen bei dir zuerst ein, sehen, ach, da gibt es nichts zu holen und trauen sich gar nicht bei mir einzubrechen. Kann ich die Wand auch einfach davor zimmern? Nee, ne? Kriege ich die Steine zurück, wenn ich das jetzt abreiße wieder? Nee, leider nicht. Ich habe eine Versorgungskapsel entdeckt. Wurde. Oh! Eine Versorgungskapsel entdeckt. Da ist ein Geschützturm oben drauf. Halleluja. Der Geschützturm macht aber nichts, wenn ich da rangehe, okay. Halleluja. Wenn mir einer in meine Hütte einbricht, nachher in der halben Stunde, wo ich mein scheiß Auto in die Werkstatt fahre, gibt es sowas von Trash. Wie viel braucht man denn? 10? So, jetzt aber. Wenn ich jetzt nicht durchkomme. Nee, ich werde nicht durchkommen. Wie? Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich reicht, wenn die Tür nachher noch drin steht. Das Ding steht nur, wenn man PvP macht, okay. Oh, ich habe dich aus Versehen zum Gruppenanführer gemacht. Egal. Okay, ist doch egal, der Gruppenanführer ist, Bruder. Du willst mich rauskicken, willst du mich angreifen, oder? Nee, ich wollte nur gucken, was heißt übertragen. So, ja, übertragen ist zum Führer machen, hallo? Ja, übertragen kann ja auch sein, dir ja irgendwie einen Pilz an den Kopf werfen. Nee, nee, lass mal. Ja, okay, ich glaube, einmal muss ich noch. Ich hätte doch einen Hammer mehr bauen sollen. Okay, warte mal. Alter, ich wollte noch einen Hammer mehr bauen sollen. Wobei, diese nee, Wand könnte, stornieren. Könnte. Oh, da war mal. Könnte was werden. Könnte was werden. Drück die Daumen. Stören. Ich muss meine Fenster wieder einreißen, Manu. Das war's mit eurer Tür. Was ist das für ein Fassgrill? Willst du noch einen Grill haben?
Oh, hier ist ein Steintür. Zwei Stück. Und die haben ja nichts an Steine. Steine, 130 hatten die nur. Ja, ist ja nix. Oh, geil. Das ist ja nix. Was ist das denn bitte? Ein Lauf. Die haben auch einen Lauf. Huch. Huch? Ja, das, dann haben die bestimmt auch noch. Vor allem, wie liegen die denn hier? Da Löffelchen liegen. Die Schweine liegen Löffelchen. Haben die. haben okay. Die. Geil. Haben die. Warte, die haben. Die Schweine liegen Löffelchen da, die haben erstmal Snipping Tool. Oh fuck, das hab ich. Bevor ich snipping konnte, verrutscht. So, was haben die. Haben die Items Löffel gehabt? Warte, ich kann's dir gleich sagen. wo ist der Discord da? So, was brauchen wir noch? Ein Terrakern. Dafür brauchen wir ja Stromkabel. Und zwar zwei Stromkabel. Achso, warte mal. Der hat nichts dabei, bis auf Wasser und. Ja, ne? Junge, warum hast du denn nichts dabei? Alles in die Kiste gepackt, die du geplündert hast. Ja, Shino auch nicht, Alter. Shino hat auch nur seinen Wasserbehälter dabei, der leer ist. Shino, Alter, warum hast du denn nichts dabei, Shino? Shindo. Alter, die Pilze brauchen ja ewig, bis du. Mein Gott, ey, aber was ist das für ein Ding? Partikelschmiede haben die, oh je. Also eine Partikelschmiede habe ich noch nicht, also. Huch. Application completed? Was denn für eine Application completed, Alter? Ach guck mal, hier gibt's auch eine Rezeptliste. Aber die haben extrem wenig Steine gehabt, also 130 grad mal. Aber die haben Schießeisen. Meine Fresse. Weiß man nicht, was das dabei hat. So, was mache ich noch? Waren jetzt erstmal, ne? Auf den Terrakern. Ja, 130 Steine ist aber echt nicht wirklich viel, muss ich sagen. 130. Ja, dann muss man die nächste Tür zerdeppern. Mach ich jetzt so. Bei denen da, ey, ich hab genug. Ich hab genug Sachen gefunden, wo. Wie läuft's hier mit rum? Ach, du bist was. Ja, das war ich. Hier ist diese scheiß Alka-Wand, die ich nicht sehe. Das muss ich noch zerstören. Ja. Hä? Warte auf das Bett. Ich kann den Terrakern nirgendwo reinstellen. Doch, den musst du in die Hütte stellen. Ja. Warte mal ganz kurz. Rot. Also ist bereits ein anderer Terrakern installiert, steht da. Okay, und hier? Ich hatte 280 Tonnen vor der Haustür. Kann das sein, dass ich meinen Kern nicht stellen kann, weil du deinen Kern hast? Nein. Aber hier steht, es ist bereits ein anderer Terrakern installiert. Das ist meiner an. Möglich, dass du von meiner Energie mitziehst, dann aber eigentlich nicht. Ja, aber wenn ich hier klicke, es ist bereits ein anderer Terrakern. Versuch mal so ein Ding zu bauen vorher. Warte mal. F2, wie heißt das? Stromverteiler. Ja, einen Stromverteiler soll ich ja jetzt. Ja, zum Beispiel. Wieso kannst du hier einfach was reinbauen? Nicht? Hä? Stromverteiler? Wo finde ich das Rezept denn dafür? Oh, brauchst du nicht Stromverteiler, hast du einfach eine F2 drückst. Achso. Warum kannst du einfach so reinbauen? Scheiße, jetzt habe ich aber hier die offene Karte, ey. Jetzt habe ich hier richtig Afterkarte. Noch so ein Cocktail-Ding, noch so ein Cocktail-Ding. Achso, und da stellt man jetzt den Terrakern bestimmt drauf, ne? Tür, Steintür und Steintür. Warum haben die denn zwei Steintüren dabei gehabt? Stelle Plasma. Okay, wofür ist so ein Schraubenverteiler?
Stromverteilung. Warte mal, den nehme ich mit. Die Waffen sind scheißegal. Oh, warte mal, die hatten Pilze. Es gibt jedoch ein Problem. Wenn du weg bist, könnten Leute versuchen, bei dir einzubrechen. Es gibt halt Menschen, die keinen Respekt vor dem Besitz anderer haben. Oh, ich weiß nicht, wer damit gemeint sein könnte. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wer diese Menschen sind. Aber zum Glück kannst du was dagegen unternehmen. Installiere einen Terra-Kern in deinem Zuhause. Der wird Eindringlingen eine Lektion erteilen, die sie nicht so schnell vergessen. Ich weiß nicht, wer bei anderen Leuten einfach eindringt. Aber da waren doch gar keine Terra-Kerne, die irgendwie was Böses bei dir gemacht haben. Was ist denn ein Upgrade als nächstes, Alter? Was ist denn das für eine Kugel? So. Wo ist mein Paper? Da ist mein Paper, da ist das. Ich verlasse mal eben die Gruppe, damit ich meinen Terra-Kern vielleicht reinpacken kann und dann kannst du mich auch wieder einladen. Ja, guck mal, ob das funktioniert. Ich meine, du bist ja eh nur beim Hüttenausbau momentan. Nö, es ist bereits einer installiert. Hä, aber das ist doch Quatsch. Ich guck gleich mal, ob ich bei dir einen Terra-Kern installieren kann, warte. Also da steht, es ist bereits ein anderer installiert. Diese Holz, ich weiß nicht, was die mit den Türen wollen, mit den ganzen. Die Clubs oben, die Türen packen wir dann dahin. Die Cables haben wir keine, die packen wir dahin. Cool, dass die Kabel schon gebastelt haben. Oh. Hab ich noch Steine? Jetzt hat man wieder alles doppelt. Nice, dass sich das zurücksetzt. Nee, doch nicht. Hä? Warum höre ich dich doppelt? Hä? Weiß ich nicht, warum. Warum habe ich ja noch so eine Leuchtdrohne? Jetzt nicht mehr. Mal 1, 2, 3. Hallo? Gehört. Hallo, Test. Test. Einladen. Dot. Service. So. Du bist schon in einem Team. Wie, ich bin schon in einem Team? Ja, ich will dich auch einladen. Nein. Ich bin wahrscheinlich noch in dem alten Team. Warte. Ja, ich bin noch im alten Team. Achso. Jetzt nochmal neu einladen. Ah, okay. Konntest du jetzt einen Terra-Kern setzen oder nicht? Nee, konnte ich nicht. Hä, hey, aber mein Terra-Kern reicht doch gar nicht so weit. Ja, dann stell dir einfach Geschütztürme gleich. Den, du kannst doch über meinen Dings hin, kannst du auch Geschütztürme bauen. Du musst nur gucken, was die kosten. Wahrscheinlich, weil ich zu nah an deiner Welle bin. Ja, dann musst du nochmal neu bauen. Warte mal, ich baue mal hier. Was mach ich denn gerade? Ein Fundament. Warum habe ich nur wieder 4 Hämmer dabei? Hm, hä? 4? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da. Hä? 4? Ah, jetzt. So, und jetzt hier? Ja, guck mal, hier kann ich bauen. Geräteanzahl 2. Zersetzungsenergie, aktuelle Energie 0 von Zersetzungsschutz okay, aktivieren. Ich brauche meine Wasserflasche aber wieder. Ich habe meine Wasserflasche aus Versehen mit weggebunkert. Warte mal, das wollte ich ja so. Okay. Wie gesagt, mein Essen kommt gerade ein bisschen kurz, aber den Apfel kann man, glaube ich, verspeisen. Ne, den Apfel. Warum kann ich den Apfel nicht einfach essen? Was ist das für ein scheiß Apfel? Johannesapfel. Der frisst einfach alles weg. Okay. Dann weißt du, was das geil ist? Die bauen sich da extra eine fake 12.000 Euro Tür ein. Und dann kommt so ein dummes Stück Scheiße wie Sibyl. Und zerballert einfach den Türrahmen und die Tür springt mit raus aus dem Rahmen. Mhm. Ich kann nichts dafür, gar nichts, ich habe gar nichts gemacht, nur ein Bier getrunken. Administrator. Gar nichts. Okay.
Okay. So, was brauche ich denn jetzt hier für so einen Geschützturm? Vor allem, was waren das gerade für komische Kugeln, die ich als nächstes brauche zum Upgraden? Könnte ich da drauf drücken irgendwie? Warte mal. F3, ja, Wände upgraden. Was sind das für Kugeln, die ich brauche? Altmetall und? Was sind das für Kugeln? Na gut. Was sind das für Kugeln, die ich zum Upgraden brauche? Ja, im Endeffekt, wenn wir meine Hütte komplett sicher machen, kannst du deine Sachen auch bei mir in die Hütte bunkern dann erstmal. Du kannst dir ja eine eigene Hütte bauen und wenn die abgesichert ist hier ohne Ende. Ich brauche ja auch, theoretisch brauche ich auch gar keine eigene Hütte. Ich kann mir doch einfach ein Zimmerchen bei dir mieten. Du kannst oben einziehen und dir dann ein Bett hinstellen. Oder ich reiß mein Bett ab und wir stellen meins mit oben hin. Dann kann ich den Krimis in die Ecke stellen. Dann muss ich mein Bett aber auch nochmal mit abziehen hier. Weil dann bauen wir oben unsere Schlafgemach hin. Soll das da hinten jetzt einfach laufen? Oder warte mal, kann man das hier alles mitnehmen? Inventar, warte mal. Drei. Ich meine, wir können da so eine kleine Fake-Hütte hinstellen. Jetzt muss ich kurz gucken, was brauchen wir denn für ein Bett? Warte mal, ein Bett. Bergen. Du hast keine Erlaubnis. Ich habe keine Erlaubnis, deinen Grill zu bergen. Nee, ist doch, lass doch den Grill da. Ich habe doch hier drinnen einen fetten Grill. Ich brauche Federn, ich brauche Tuch und ich brauche Altmetall. Okay, also sollen die Fake-Sachen jetzt da so bleiben, ne? Ja. So, ich muss jeden Hammer einzeln rausnehmen, sonst baut ja nichts anderes nach, okay. Bäh. Dann ziehe ich jetzt bei Civis ein. Dann ziehe ich bei Civis ein. Solange wie du halt keine Fremden reinlässt und immer diese scheiß Tür zumachst, Junge. Ja, weil du doch gerade da noch drinne bist. Nö, aber du musst dir eine eigene Kiste irgendwo hinstellen dann, ne? Ja, ich bin ja auch gerade dabei. Da wird räumlich getrennt, mein Freund. Da bin ich nicht der Freund von. So, ich brauche Rohr und ich brauche. Ja, warte. Terrazeug. Okay, warte mal. Hier ist Terrazeug und hier sind die Röhren. Dann können wir noch einen Grill bauen, wieder einen neuen. Ein Indoor-Grill. Und was war das? Luftfilter hieß das Ding oder sowas? So, ich wohne jetzt oben. Kannst du außen an den Luftfilter rangehen, wenn wir in einer Gruppe sind? Warte. Kann ich dir irgendwie Hausrechte geben? Und ansonsten baue ich dir erst einen Luftfilter und den stellst du dann einfach draußen hin. Einladung abgeschickt. Wir sind noch nicht in einem Team. So, wo, wie, was, wie komme ich in dein Team? Überlebende musst du klicken. Annehmen. Kannst du hier draußen an meinen Wasserfilter? Kann ich das? Wird auf jeden Fall weggeixt. Warte mal, F2. Nee. Hier ist alles. Ich kann nur an deine Kisten, sonst nix. Oh, scheiße, jetzt habe ich außerdem so einen Powerschlag gemacht. Weil irgendwie muss das doch gehen, dass du meine Sachen auch mit verwenden kannst. Komm mal rein hier bitte in die Hütte. Nee, mein Wasser ist vergiftet. Ja, es hat geleckt, wie dein Wasser ist vergiftet. Guck mal, wie grün das ist. Siehst du das, wie grün das ist? Geh mal weg, dein Wasser ist nicht grün. Geh weg, ich muss die Tür zumachen. Du bist schon im Team. Nein, das wollte ich gar nicht. Mein Wasser ist abgelaufen. Umbenennen? Hä, aber du kannst hier nur rein, du kannst nicht an meine Sachen rangehen? Doch, ich kann an die Kisten, kann ich ran. Ja, du sollst ja nicht an die Kisten ran. Doch, ich stell dir mal eben das Ekelwasser da rein und nimm dafür ein frisches Wasser. Da ist doch frisches Wasser, hä? Nein, ich habe verschmutztes Wasser. Na, warum hast du denn? Dann kippst doch weg, Alter. Bäh. Doch nicht in die Hütte, du Sackratte. Ich schmeiß dich wieder raus, Junge. Ich schmeiß dich gleich wieder raus, ey. Hier, Administratorrechte. Jetzt kannst du alles aktivieren. Ja, kann ich. Ja, ich weiß, hab ich ja auch gemacht. Jetzt habe ich die Administrator.
Ich hoffe, ich habe dir nicht für umsonst Administratorrechte gegeben, mein Freund. Ich bin YouTuber, mir kannst du vertrauen. Ich bin YouTuber, ja, und dann liest du hier die Adresse und sowas. Warte, ich baue uns gerade zwei neue Betten, ich baue einen Grill und ich baue dir auch einen Wasseraufbereiter. Oben wollen wir jetzt die Betten hinhaben dann, ne? So. Du sollst die eigenen Kisten bauen, du Sackratte. Ich hab doch nur mal eben Wasser genommen, sonst verreck ich hier. Geh da draußen an den Aufbereiter, du kannst ja an den Aufbereiter rangehen. Er säuft sich meine Wasser da leer. Hier, stell dein Bett in irgendeine Ecke. Ich hab noch kein Bett. Ich hab dir erst nichts gegeben. Und dann ja, da hinten in die hinteren Ecken irgendwo. Ich baue meins dann daneben. Wie, wir schlafen nicht? Löffelchen? Ich baue mir jetzt doch direkt an. Mein Gott. Kannst du auch mal gerade hinstellen, Alter? Er schiebt es quer auf diese scheiß Fläche. Ja, ich dachte. Dachte querschlafen. Hast du es kaputt gemacht? Nein, ich hab's in der Hand. Hä, wie kannst du denn das in die Hand nehmen nochmal? Mit F3. Recht? Du kannst doch rotieren, so wie du es brauchst. Zum Beispiel hier so ab in die Ecke, so zack, hier. Ja. Vielleicht dann einfach daneben und gut ist. Ja. Das geht gerade. So, dann stell dich von hier vorne und rotiere das so lange, bis du das hier auf diese zwei Kacheln drauf kriegst. Ja, verschandelt einfach meine Hütte. Aber du bist gar nicht ganz an der Wand. Kannst du bitte dein Bett ganz an der Wand schieben? Guck mal hier hinten an, hier. Da fällt Kopfkissen alles runter. Das geht so nicht. Das ist doch egal, ob du ein Kopfkissen. Nein, stell. Du wolltest gerade, dass es direkt hier richtig ist, aber mach das auch hier mal richtig. Guck mal, wie das aussieht. Da fallen die Kopfkissen, Decken, alles fällt da runter. Das geht so und nicht. Hier steht jetzt der Grill an der Treppe. Kannst du dein Essen dann grillen? Ich habe keine Erlaubnis, dein Bett zu verstellen. Ich krieg das nicht weiter. Was? Du hast keine Erlaubnis, ein Bett hinzustellen? Ich habe keine Erlaubnis, dein Bett zu verlegen. So, kannst du es wieder so, warte mal. Ich mach das so erst hier, warte. Du kannst doch nicht direkt an die Wand ran. Da, warte. Ich mach. Und dann stell du deins dazu. So, das ist pixelgenau hier. Ja, doch, ich kann es genau an die Wand ran klatschen. Jetzt mach. Quatsch. Und jetzt bitte deins genau daneben. Das ganz genau. Ich will hier keine Spalte zwischen haben. Wenn ich kuscheln komme, soll das hier nicht schmerzen. Wenn du da durchläufst, sehe ich erstmal gar nichts. Ja, dann sehe ich Bahnhof. Das geht nicht direkt daneben. Das geht nur mit leichtem Versatz. So hier maximal. Ja, es geht nur mit leichtem Versatz. Ich krieg's nicht weiter. Nee, durch. Das geht noch weiter rechts. Das geht. Habe ich vorhin auch hingekriegt. Nee, das geht nicht weiter. Laufen, nicht. Lauf, drück D. Achso. So. Ich habe das viel besser hingekriegt. Gib mir mal das Bett. Ich mach das. Gib mir das Bett. Ja, dann spawn ich ja nicht hier, dann spawnst du ja nur hier, du Apfel. Jetzt geht er weg. Es geht nicht näher. Außerdem will ich nicht Löffelchen liegen mit dir, Alter. Aber dann brauchen wir irgendwie hier so eine Schiene oder so, damit ja, die Spalte weg ist. Dann hol dir doch eine Schiene, Alter. Ich schiebe dir gleich mal ein. So, und wie spawn ich jetzt? Also, kann ich das irgendwie aktivieren, dass das mein Bett nein, jetzt ist? Du hast doch hingestellt, das müsste deins sein. Ach so. Das sind auch Adminrechte. Eigentlich würde, glaube ich, ein Bett reichen im Endeffekt. Willst du deinen Wasserspender draußen hinstellen? Also, ich habe einen draußen. Ne, ich muss jetzt erstmal die Folge beenden und dann sehen wir uns nächste Woche nochmal. Ja, okay, nächste Woche. Sag mal Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao.